Hallo zusammen und willkommen zurück zu 7 Days to Die hier mit Händler Pitt, meiner Wenigkeit und Jule. Hallo, willkommen zurück. Na? Machst du? Alles für den Händler zusammensuchen. Achso, ich bin gerade beim Händler. Ja. Ja, jetzt rüber. So, warte mal, ich muss mal gerade hier mit dem reden, der bietet mir noch hier eine Belohnung an. Von der Quest, die wir in der letzten Folge gemacht haben. Er will mir 50 Dietriche geben. Echt jetzt? Ja, alternativ ein Altrüstungspaket oder 5000 Jetons oder ein Bergbauhelmpaket oder ein Nahrungspaket. Ach, du hast 10 Quests voll, ne? Ja. Ja. Tja, was nehme ich denn? Das, was für dich am besten wäre. Ja, ich weiß nicht, Altrüstung ziehst du nicht an, ne? Bergbauhelm brauchst du nicht mehr, Nahrungspaket brauchen wir auch nicht. Die Dietriche brauchen wir auch nicht unbedingt. Das Geld. Dann nehme ich das Geld. Ne? Wir nehmen das Geld, wir nehmen immer nur die Kohle. Wir nehmen nur das Geld. Wir wollen nur sein Bestes. So, dann schaue ich mal in sein Inventar. Machetenteile verkaufe ich. Buch verkaufen wir. Elektrokabelverschaltung. Ne, das sind Zeitschalter-Relais. Die verkaufe ich auch. Die zwei. Fahrradlenker verkaufen wir. Dann habe ich hier so eine komische Jacke. Hast du zufällig, stehst du neben mir? Hast du ein Eisenrohr mit? Nein. Aber ich kann dir eins holen. Ist ja schnell gemacht. Stahlknüppelteile würde ich mal aufheben. Stahlrüstungsteile würde ich auch mal aufheben, weil die will ich mir ganz gerne bauen irgendwann. So, schauen wir mal gerade, was hat Ed denn Gutes hier an Rüstung? Alteisenstiefel und so ein Krempel, okay. Mods. Da nix. Geheimvorrat. Soll ich es rausschmeißen? Ja, gleich. Ah, hier sind noch Robotikteile drin, die würde ich mal kaufen. Grundausbildung zum Feuerwehrmann würde ich auch mal kaufen. Eisenhandschuhe, die sind schlechter als meine. Militärhandschuhe. Militärhandschuhe, kannst du die gebrauchen? Mhm. Stufe 1 sind die, ne? Für 600 Jetons. Ja. Mhm. Dann kaufe ich dir die. Ja. So. Warte. No refunds, deal's done. Eisenrohr, bitte. Eisenrohr. Danke. So, warte. Wo ist die Knarre? Da. Reparieren. Dann lese ich das. Dann schmeiße ich dir das raus. Das. All mein gutes Geld. Und dann kannst du ja mal gucken. Dankeschön. Kannst ja, wenn du willst, noch eine Quest annehmen. Oder soll ich eine Quest annehmen? Hast du Stoff noch zufällig da? Ein Stofffetzen? Ganz zufällig? Hab Verband zerlegt, da. So schön. Ich soll eine Quest annehmen? Naja, oder soll ich eine Quest annehmen? Nimm du lieber eine Quest an. Dann nehme ich gleich eine Quest an. Na gut. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Mach mal gerade mal einen Screenshot hier von den Kollegen. Mach mal, wenigstens sitzt er nicht wieder am Boden. Ja, aber echt. Das geht nicht. Das geht nicht. So. Hast du irgendwelche besonderen Aufträge? Stufe 3 Handelsrouten öffnen, würde ich mal machen. Und hast du irgendwelche Aufgaben? Beseitigt den Mister. So, okay. Dann würde ich jetzt mein Inventar leer machen. Und würde dann mal zu dem anderen Händler fahren. Ja, also jetzt gleich, ich würde noch ganz kurz mal ein bisschen ausleeren müssen. Ja, also willst du mitfahren oder was? Also du kannst gerne, also... Ich würde gerne mitfahren, ja. So, diese Scheißknallerei, ich hoffe man hört das nicht in der Aufnahme. Bei mir nicht, es löst nicht aus. Mann, dabei haben wir gar keinen Silvester. Noch nicht. Nee. Noch nicht. Oh, jetzt sind meine Repair-Kits weg. Und ein Teil von meinem Benzin.
So, Medic. Oh, da rein. Gar keine Verbände mehr in der Tasche. Nahrung. So, nehmen wir uns noch ein paar Tee raus. Hier ein Gläser da rein irgendwo. Wo sammeln wir denn verrottetes Fleisch? Ja. Hier in der zweiten Kiste neben dem Feuer hast du es reingetan. Rechts. Ah. So, Blei. In der Schmiede. Oh, ich mach's mal in die Schmiede rein einfach. In die rechte. So, noch ein bisschen so. Munition. Und dann habe ich auch noch Teile, ein paar Stück. Ganz so. Rechts. Teile, ganz rechts. Nicht wieder in eine andere Kiste packen. Aber hier sind doch schon, hier sind doch Teile drin, hier in der Kiste, neben dem Lagerfeuer. Ja, solche Teile meinst du. Gut, alles klar, hab nix gesagt. Ja, Stahlrüstung und Robotik, Stahlknüppelteile. Genau. So, okay. Gut, dann könnte ich rein theoretisch los. Sekunde. Wie viel Stahlbarren haben wir denn? 14. Mal gucken. Motorradfahrwerk 37. Ach, auf 60 kann, oder so brauchtest ich kann, du. Ich kann den Lenker nicht bauen. Ich hatte den Lenker gekauft und das Fahrwerk konnte ich bauen. Ah, was soll's. War das hier? Nee. Ich gehe mal so lang hoch in den Garten gucken. Ach, guck mal hier, wie schön. Ah, herrlich. Respekt, wer es selber macht. So. Achso, ja, da unten wird schon gehupt. Ist ja gut, ich komme ja schon. Ich bin so weit. Achso, mein Moped ist noch voll. Haha, haha. Ich gehe mal wieder zum Händler. Haha. Lalalalalala. Achso, warte mal, dann haben wir ja noch was in der Box. Dann nehme ich das schnell mit. I am living in the box. I'm living in a cargo. Da sind auch Sachen für dich drin gewesen. Nämlich die Tische. So. What's your problem? Möchtest du das 6er Knochenmesser haben oder hast du was Besseres? Ich habe ein 5er Knochenmesser. Dann kannst du das 6er haben. Ich habe ja jetzt mein Jagdmesser. Gut. Wire Tool hattest du schon, ne? Ja. Ja. Ich nicht täusche, ja. Kabeltool hatte ich schon. Mach zu. Ja, da muss ich gerade den Rest in die Kisten schmeißen. Aber dann können wir direkt los. Okay, ich muss dir eh folgen, ne? Bin ich wohl lang. Also. Hauptsache, noch eine Mod mehr. Ja, die kannst du doch langsam auch mal, sag ich mal. Ich mal her. Ach komm, wir sammeln die. Wir sammeln die. Was machst du da? Vor deiner Linse rumlaufen. Ja, vor meiner Linse rumlaufen. So, so. Ja. Das. Medic. Das da rein. Nahrung. Das da rein. Den Kaffee da rein. Die Gläser da rein. Leere Gläser nehme ich mit, ne? Kannst du dann ruhig mitnehmen, falls du welche haben solltest? Ja, dann nehme ich die raus. Gleich. So, Eisen. Da haben wir noch ein bisschen Lehm. Leder. Was habe ich denn hier? Ein Aloe Vera Seed. Oh, das ist gut. Pflanzt du welches an oben? Ich habe da immer welche so zwischendurch schon angepflanzt, ja. Ja, sehr gut. Leere Gläser, ja, sind nur 5 Stück, aber ich kann sie gern mitnehmen. Draußen fliegen gerade Raketen vorbei. Mhm. Ich dachte auch, das kann nicht im Spiel sein. So. Sollte passen. Jetzt können wir los. Wo ist denn der komische Händler? Da hinten. Warte mal gerade. Mal kurz gucken. Handelsrouten öffnen. Ach, da müssen wir hin. Okay.
Wir müssen da hin. Na dann. Auf wie geht's? Achso. Fahr mal. Ich sag, wenn du zu weit weg bist, siehst du ja auch ein bisschen. Nee, also, sehe ich nicht. Ich hab ja hinten keine Augen. Hab ja keinen Rückspiegel nein, dran gebaut. Du siehst es doch an der Gruppe. Da ist doch eine Entfernungszahl dran. Ist das da dein schneller Gang gerade? Ja. Okay, dann ist der etwas schneller als mein langsamer Gang. Ein bisschen. Aber wie gesagt, wenn der Abstand so 20, 30 Meter ist, ist es okay. Naja. So, dann machen wir eine kleine Tour hier. Wie weit ist es denn? 2,3 Kilometer. Okay. Erstmal der Straße folgen? Ja. Wir fahren der Straße nach. Es ist, wenn man jetzt hier die Straße nimmt, ist es fast genau geradeaus. Wir müssen sowieso gleich Querfeld einfahren. Okay. Geht ein bisschen einfacher. Warst du schon mal dort? Ich war schon mal da, aber ich glaube, ich habe den Händler übersehen. Ich glaube, ich bin an ihm vorbeigefahren, weil ich habe den auf der Karte tatsächlich... Ich bin tatsächlich dran vorbeigefahren, also ganz knapp mal. Okay. Juhu! Er stand im Weg. Ja, alles gut. Wir können jetzt uns langsam aber sicher... Ja. Halb rechts halten. Und zwar einen Strich links von Südosten. Okay. Und einfach geradeaus. Dann sind wir auch gleich da. Ein Strich Huhn. Links von Südosten. Ein Huhn? Ein Huhn? Ich bin gerade über einen Huhn gefahren. Wo bleibst du denn? Ein Strich links von Südosten. Ja, warum bist du so weit hinter mir? Naja, weil du... Ich fahr doch ganz normal. Fahr doch auch. Noch 1,3 Kilometer. Es wird knapp schon 20.30 Uhr. Und die Uhr läuft hier ein bisschen schneller. Wenn nicht, gib doch Gas. Mir nützt das nichts. Aber da kommt auch gerade irgendwie ein Gebirge, ne? Da kommt ein bisschen Gebirge. Ja, dann lass uns ein bisschen weiter rechts halten, da durch die links durch. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen zeitlich. Wir werden da wohl irgendwo kämpfen müssen und warten müssen, dass die Zeit rumgeht. Lass hier durchs Schneegebiet, hier rechts. Das ist flach. Lass durchs Schneegebiet. Okay. Ach, ist das schön romantisch. Hier ist die Geierbaustelle. Der Puma und der Bär kam. Ja, hier ist die Geierbaustelle, die kenne ich noch. Da wollte ich mal hin, die hatte ich mir extra markiert, hier die Baustelle. Okay, warst du aber bisher noch nicht dort? Nee, ich bin nie auf dem... Ich habe einen Weg nach Hause gesucht. Und dabei bin ich direkt an dem Händler vorbeigefahren. Also so wirklich so gefühlt 200 Meter dran vorbei. Und bin dann über diese Baustelle hier gestolpert. Okay. Ja. Bin nur noch 700 Meter. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Straße hier einfach nur geradeaus weiter. Ah, das schaffen wir locker. Können wir beim Händler, können wir noch ein Bier trinken. Mindestens eins. Ja, mindestens.
Hui! Ist der hochgeflogen, ey. Ja, ein Hochstapler. Was? Na, ich bin hier über die Straße gefahren und der Händler ist hier. Ich bin also direkt dran vorbeigefahren. Hier ist der Händler. Ah. Und da war es, glaube ich, auch neblig, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Wenn ich mich da recht erinnere, war das sehr neblig an dem Tag hier. So. Schon sind wir da. If you got the Dukes, I'll make the time. So, darf ich mal dein Inventar sehen? Er hat einen Amboss. Antibiotika gefunden. If I had a Duke for every time someone was just looking, I'd be as rich as Trader Joel. Lol, ich habe einen Amboss in der Schmiede draußen gefunden. Ich habe mich gerade geärgert, weil ich keine Jetons bei habe. Ich habe Jetons bei, wenn du willst. Kannst du noch einen Amboss kaufen beim Händler? Okay. Hier ist nix. Macht er am besten direkt, weil sonst hat er gleich ja, zu. Ich flitze. Und schau mal vielleicht, ob er dir eine Nagelpistole anbietet. Ich habe keine gefunden. Nein. Schade. Keine Nagelpistole. Zwei, drei Bücher, die nicht schlecht sind, aber sonst nein. Nein, nix. Okay. Klingemod, Waffentaschenlampe, selbstgebautes Gewehr, Stufe 5. Er hat nicht wirklich was Tolles. Nee, nur zwei, drei Bücher, aber sonst. Ja. Gut. Ich markiere den Händler mal. Yep. Ich gucke dein Boomer. Da lege ich mich lieber noch nicht mit an. Oh Gott, was hat der jetzt für einen Grafikbug gekriegt? Ja, die Puma, die klappen schon mal so ein bisschen zusammen. Er hat auch irgendwie keinen Halt. Kommt der nächste, ne? Machen wir den. Ja, mach du mal den Puma. Ich mach hier Karl Otto. Ja. Hier ist arschkalt. Was hält der denn aus? Mobil ist eine Menge. Nee, das war doof. Das ja, war der war feral. Ach, der war auch noch feral. Und war dicker. Ja, mit denen ist nicht zu spaßen. Nee. So, okay. Dann. Wollen wir mal zu dieser Baustelle da hinfahren? Nacht. Ja, können wir machen. Ich muss mich auf jeden Fall im Hintergrund ein bisschen halten, sonst lebe ich da nicht lange. Ja, oder wir gehen spaßeshalber mal hier in den Elektroladen rein. Habe ich auch markiert hier. Oder in Poppenpilz. Poppenpilz können wir natürlich auch machen. Die sind direkt nebeneinander. Na dann. Machen wir das. Ach, lecker Cappuccino. Immer doch, der muss doch schon eiskalt sein. Ja, ist er auch. Boing. Ist trotzdem lecker. Da hinten liegt ja noch ein Airdrops irgendwo rum, sehe ich gerade.
Warte mal. Moment. Ja, wir müssen genau einfach nur nach Westen auf der Straße bleiben. Ja. So, wie weit müssen wir noch? Ah, hier ist die U-Bahn. Nett. Ja. Ah, hier ist ja der Poppenpilz. Genau. Was denn? Hier ist der Poppenpilz. Ah ja. Und der Elektroladen ist direkt da vorne. Eine Miezkatze. Was ist heute mit Miezekatze? Oh Gott, da kommt gleich alles angerannt. Und ein Feralwolf. Super! Ich würde sagen. Okay, das ist nichts. Hilf dir mal. Hüpfi kommt auch noch. Slow Motion. Was macht denn das? Hirn überlastet. Ja, das bin ich auch. Muss mal gucken. Ich habe irgendwie in den Steuerungsoptionen eingestellt. Kameraempfinde, Zoom-Empfindlichkeit. Waffen zielen, halten. Ist das die Zoom-Empfindlichkeit? Kommt Krabbler noch. Aber den kann ich ja so schnell machen. Na? Nein, mach schon. Mach du denn lieber den Wolf hier und den Puma. So. Oh, guck mal, ein Bild machen. Oh, Bildchen. Von dem Wolf, ey. So verdrehter Kopf und dann die leuchtenden Augen. Aber, Nadel und Faden. Du kannst bauen, oder? Was? Du kannst auch einen Staubmantel bauen. Ich kann einen Lederstaubmantel bauen, ja. Was brauchst du dafür? 3 Nähsets und 25 Leder. Ich habe ein Nähset. Und denke mal auch genug Leder. Ich habe kein Leder? Doch, da unten. Lol. Aber ein Nähset hast du nicht, ne? Nein. Die hätte ja sein können. Dann hättest du mir einen Staubmantel bauen können. Ah, ja, das finden wir schon. Das kriegen wir schon zusammen. So. Ich gehe schon mal rein hier. Ja, mach mal. Hallo. Ah ja. Einen schönen guten Tag. Dieser Poppenpilz, der, das ist der, der so verwinkelt ist, wo alles kreuz und quer steht. Okay. Du kriegst Besuch. Naja, von so einem Moppy. Links kommt Tantchen noch, aber die ist noch weit weg. Okay. Da sitzt ein Karnickel. Und ein Huhn. Huhn habe ich ja auch. Direkt gegenüber. Hm. Na dann, komm rein. Ja, ich guck mal hier in den. In den hier. Die Tür zu. In den kleinen Trailer. Jetzt gibt's doch hier ganz guten Shit. Oh, Chantal! Energy Drinks. Oh. Die Kasse erstochen. Na sowas. ja. So, hier ja, Laborausrüstung. Ja. Wir werden hier bestimmt noch Nähsets finden.
der denn hier für einen Krach? Mann. So, dann geht's hier runter eigentlich. Die Regale, das war immer irgendwie ein Akt, die zu durchsuchen. Ja. Oh, uff. Die sind ziemlich ätzend, die Regale. Ja, weil es zu viel ist. Ja, weil die alle quer stehen. Ja. Das finde ich anstrengend, das macht irgendwie keinen Spaß. Ist cool, dass so viel Loot da ist, aber es ist anstrengend, das alles zu durchsuchen. Ja. Ja, wir haben Kotelett gefunden. Geil. Ich bin zufrieden. Hier gibt es übrigens Schnee. Unterm. Nee. Unterm. Ach so, unten, ne? Ja. Ja. Und Benzin. Eine ja, Baustelle. Mit Brettern. Von außen wollen gerade ein paar Leute rein. Ja, das ist möglich. Ui. Hier ist eine dicke, fette Stahltür hier unten. Nett. Kannst du ja mal kaputt machen. Ja, hier buddeln sich schon ein paar Leute durch. Ja, da ist ein Hund dabei. Da ist ein Bär dabei. Ich habe nur einen Hund gehört, aber kann auch sein, dass ein Bär dabei ist. Ich habe gerade die Schnauze gesehen, definitiv. Soll ich mal hochkommen? Es sind einige, die hier rein wollen. Ich glaube, die kommen auch gleich alle rein. Ja, dann komme ich mal hoch. Mach hier mal die Tür zu, wenn ich kann. Was ich kann. Oh. Ja, die sind halt draußen noch, ne? Also der Bär, das wird spannend, da müssten wir echt aufs Dach oder so. Und ich finde auch hier ruckelt es gerade extrem. Oh, ruckelt. Hi. Einer war schon drin. Oh, das ist schon ein bisschen... Oh, Level up. Danke. Ja, ich auch gerade. Ah, es bricht manchmal ein, so auf 30. Oh, was? Ich guck mal vorsichtig ums Eck. Die sind hier. Oh doch, ich habe voll Einbrüche ab und zu. Es tuckelt jetzt sich. Oh, der B ist drin. Ich habe ihn gesehen. Hinten. Im Lager. Ja, er kommt. Und Vögel kommen auch. La 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 la. Okay, Bärchen versucht noch ins Gebäude zu kommen. Wo denn? Westseite. Da ungefähr, nein, nicht ganz, aber wo der Moped steht. Wo da Moped steht. Und es sind einige Vögelchen da. Kleine Vogelhorde, würde ich sagen. 4 Stück. Hi. Oh, guck. Da. Da hinten ist der Bär. Da. Blum. Mach mal den Zombie, du kannst den Bär machen. Viel Spaß. Vogelangriff. Komm her. Ist nicht. Mein Freund rumhacken hier. Oh, Bärchen ist kaputt. Ja. Ach, da kommt noch ein Mechaniker. Er wollte wegen meinem Moped gucken. Das läuft irgendwie unrund. Vogel kommt. So, dann trinke ich mal den Honig, den ich gerade bekommen habe. Kommt noch einer, oder? Schön Vogel. Ja. So, siehst du? Keiner mehr da. Keiner mehr da. Ganz schön was los hier, ey, mein lieber Scholli. Besser als Hitchcocks die Vögel. Auf jeden. So, heute Abend
gibt es. Ja, ja. Und heute Bär. Abend gibt es Bräuler. Bräuler mit Bärensteak. Bräuler mit Bärenflanke. Nicht gut. Das können wir dann auf dem Grillrost machen, was wir eben gefunden haben. Ich habe einen Kochtopf auch noch gefunden. Und wir können wirklich richtig gut Essen kochen hier. Na, alles Gott sei da. Dank. So. Ich würde mal ein paar Sachen in mein Moped stopfen. Ja, ich habe auch schon, genau. Ich hab Kann auch ich in dein Moped reingucken? Nee, ist nicht mehr. Darf man nicht mehr. Aber du kannst mir, soll ich mal reingucken und was da drin ist? Dann kannst du rausschmeißen. Ja, ja. Okay, Scrap Eisen, Sand, rottetes Fleisch, zerlegtes Blei, Eisenrohre, Angelblei, Papier. Papier, Schraubenfedern, elektrische Teile, mechanische Teile, Steine, Messingtürgriffe, Heizkörper, normales Messing, Schießpulver. Nö. Okay, dann packe ich das dazu. Gut. Dann gehe ich mal wieder rein, da war es jetzt ein bisschen besser. Hier ist noch jemand. Da ist noch jemand. Hi. Ja, da sind noch ein paar. Nee, die Dümpeln. Tür ist doch offen, Kollege. Die Tür. Ach Gott. Ein paar dümpeln da noch rum. Nee. Manche Zombies sind halt nicht die hellsten, ne? Nee, manche nicht. Ist ja auch kein Gehirn mehr da. Richtig, genau. Kann ja nicht gehen. Kann ja nicht gehen. So, ich mache uns mal hier so ein bisschen Wärme. Oh. So. Oh, du schöne Fackel. Ich liebe dir. So, schon ist es hier richtig schön warm. Warm und hell bis zur nächsten Folge. Es hat jetzt nichts gebracht, aber ist nicht schlimm. Was? Nein, ich bleib hier stehen. Hier ist schön. Hier gefällt's mir. Ich komme sofort wieder. Ja. Warte. Pass auf, ich zeig dir mal, wie es wirklich warm wird. Oh, Feuer. Ja. Jule hat Feuer gemacht. Sehr gut. So. Wunderbar, wunderbar. Jetzt wird's wirklich warm. Ja, warte mal, ich geh mal da, lass mich mal gerade hier so. So? So. Mal gerade mal hier so einen Screenshot machen hier, einen schönen Screenshot machen. So. Okay. Na dann, sehen wir uns hier in der nächsten Folge. Nochmal wieder, dann machen wir hier den Poppenpilz leer. Und dann fahren wir im Morgengrauen, geht's dann zurück zur Base, ne? Irgendwie so. Ja, machen wir so. Alles klar. Alles klar. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.